Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile, Ihr EU-Neuwagenpartner in Bielefeld. Mein Name ist Sven-Erik Schäffer und wie in einem vorherigen Video angekündigt, dreht sich heute alles um den T-Cross R. Weiße Modell genommen, damit sich einfach die schwarzen Erlenakzente noch besser durchsetzen, damit die mehr rausstechen, damit das einfach mehr ins Auge sticht. Es handelt sich hierbei, wie bei unseren anderen T-Cross Modellen, auch um ein 116 PS Auto, jetzt aber mit einem 7-Gang DSG Getriebe. Ich meine, was direkt auffällt, dieses wunderschöne Airline Logo hier, die 17 Zoll Alufelgen und 5 Speichen Design, ist einfach ein bisschen aggressiverer, sportlicher Look. Der fühlt sich natürlich hier vorne im Grill des T-Cross Ford. Wir haben auch hier wieder die schöne Airline-Applikation, wie wir es auch vom Golf Airline kennen, vom Tiguan Airline kennen, vom Touareg Airline kennen. Und die ganze Front des Fahrzeugs wirkt einfach so ein bisschen bulliger, ein bisschen sportlicher. Also setzt man sich hier dann doch nochmal vom Durchschnitts-T-Cross einfach ein Stück weit ab. Dann gehen wir mal rum ums Fahrzeug. Natürlich auch hier auf der anderen Seite wieder das schöne Airline-Logo, dass man direkt sieht, mit was für einer Sportskanone man es hier zu tun hat im T-Cross-Regal. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal direkt das Interieur auch an. Auch hier wieder die schwarzen Zierleisten mit dem Auto verbaut, die das Ganze so ein bisschen sportlicher, so ein bisschen jünger, frischer wirken lassen. Und sonst die Türtafel oder die Türpaneele, wie man sie aus dem T-Cross kennt und auch schätzen gelernt hat. Was man vielleicht auch noch mal kurz zeigen kann, sind die wunderschönen Sitze in diesem T-Cross, weil wir hier Leder und eine Stoffkombination haben mit einem bisschen Grau und dem schwarzen Muster. Auch einfach noch mal anders, ein bisschen was Besondereres als als die anderen T-Cross, die wir bei uns im Sortiment haben. Dann, wie jetzt quasi schon bereits gesehen, haben wir auch hier wieder das neue Modell, also das 2021er T-Cross Modell. Auch wieder hier erkennbar an dem schönen neuen Lenkrad hier unten mit der Abflachung für das sportlichere Gefühl und mit dem neuen VW-Logo. Das spiegelt sich natürlich auch nochmal hier bei uns auf dem neuen Schlüssel wieder, der dann auch nochmal auf der Rückseite die Button hat, wie man sie von VW kennt, öffnen, schließen und die Heckklappe öffnen. Was auch funktioniert, wenn man keine elektrische Heckklappe hat. Sonst hier eigentlich nicht viel zusätzlich zu erklären zu den anderen T-Cross-Videos, die wir schon gemacht haben. Schauen Sie da auch gerne nochmal rein. Video wird verlinkt im Anschluss oder oben rechts in der Ecke. Da werden wir das Ganze nochmal ausführlicher erklären, weil so viel Neues gibt es dann hier tatsächlich nicht. Eine Sache, auf die ich natürlich auf jeden Fall eingehen möchte, weil es einen Riesenunterschied macht, ist das wunderschöne DSG-Getriebe, was hier verbaut worden ist. Mit dem neuen Wahlhebel, das schaltet einfach super entspannt, hat auch den Sportmodus mit dabei, wo man noch selber schalten kann, hier direkt über den Wahlhebel. Wir haben hier keine Pedals am Lenkrad, aber das macht auch der sportlichen Fahrfreunde auf jeden Fall keinen Abriss. Sonst, wie bei unseren anderen T-Cross Modellen auch, haben wir hier das große Touch-Display mit Apple CarPlay natürlich, wo wir jetzt auch noch einfach einmal reinschauen. Auch hier werden Sie wieder begrüßt vom Volkswagen-Logo und
Dann werden Ihre Nutzerprofildaten aktualisiert. Sie können dieses Fahrzeug natürlich mit Ihrem VW-Account online verbinden und dann alle möglichen Features abrufen und sich nochmal anschauen. Serviceintervalle, die Bedienungsanleitung als PDF kann man sich dort runterladen und das Fahrzeug einfach per App steuern und einsehen. Wie bereits bekannt aus den anderen T-Cross-Videos oder auch aus unseren Karmic- und Touran-Videos, das Apple CarPlay hier wunderschön auf dem mittleren Display, ganz einfach zu bedienen. Sie brauchen dafür nicht Ihr Handy in die Hand nehmen. Sie können das alles hier über den Touch-Display bedienen, können auf die Karten zugreifen, können hier Ihre Ziele eingeben und das, wie gesagt, alles ohne dafür Ihr Handy in die Hand zu nehmen. Sehr, sehr komfortabel. Sonst hier unten das klassische T-Cross-Interieur mit der Klimaautomatik, der Knopf für unsere Parksensoren und halt wie gesagt der schöne neue Wahlhebel fürs DSG. Auch hier haben wir wieder ACC mit dabei und natürlich den Spurhalteassistenten, um ein möglichst sicheres Fahrgefühl erzeugen zu können, um das Auto wirklich top einsetzbar auch für lange Strecken machen zu können. Und einfach die Sicherheit des Kunden oder des Fahrzeugführers in den Vordergrund zu stellen. Ich denke, das erstmal soweit kurz und knapp von der ersten Sitzreihe. Was hier bei dem Fahrzeug noch besonders toll ist, dass wir ein Ready-to-Discover-Radio haben. Das heißt, Sie können die volle VW-Software der Navigation hier durch einen kostenpflichtiges Update aufspielen lassen über den Online-Shop. Das heißt, Sie brauchen weder uns noch einen VW-Partner dazu. Das können Sie ganz bequem von zu Hause aus machen, wenn Sie Ihr Auto mit dem VW-Account verbunden haben. Dann ein weiteres sehr, sehr cooles Feature ist hier in der zweiten Sitzreihe die Variabilität des Ladekonzeptes. Und zwar haben Sie hier die Möglichkeit, die komplette Rücksitzbank zu verschieben. Sie haben hier unter dem mittleren Sitz einen Schalter, den betätigen Sie und dann können Sie, wie Sie sehen, die komplette Sitzreihe nach vorne schieben. Jetzt kann natürlich keiner mehr sitzen, aber Sie haben das optimale Ladevolumen im Kofferraum. Wo wir gerade schon beim Kofferraum sind, bringen wir natürlich auch direkt hin zum Kofferraum. Wie Sie jetzt hier sehen, haben Sie jetzt hier hinten eine Kante, wo Sie nochmal höhere Gegenstände laden können, wo Sie sich einfach nochmal ein bisschen mehr Platz verschafft haben. Hier natürlich auch wieder mit vorhanden das variable Ladebodenkonzept. Also Sie können die Höhe hier erstellen und haben dann eine ziemlich ebene Ladefläche mit der Sitzreihe, die Sie nach vorne schieben können. Auch hier haben Sie wie fast bei allen unseren Fahrzeugen, weil wir finden, es ist einfach ein schönes, wichtiges Extra, das Ersatzrad, das Platzsparende mit dabei, inklusive Wagenheber und allen möglichen Werkzeugen, weil wir einfach der Meinung sind, dass so ein Ersatzrad deutlich besser ist als ein Tire-Kit, einfacher zu handeln. Wenn Sie im ADAC sind, kommt der ADAC, der gelbe Engel, und wechselt Ihnen das Rad. Sie schaffen es natürlich auch selber mit den Tools, die mit dabei sind, sehr einfach das Rad zu wechseln. Natürlich können Sie auch hier die Sitzreihe nochmal umklappen. Das heißt, Sie können verschieben, vor und zurück, und nochmal umklappen, um einfach den größtmöglichen Raum in Ihrem T-Cross zu erzeugen. Dann schließen wir das Ganze auch wieder hier bei der weißen Farbe natürlich nochmal viel, viel schöner. Der Kontrast zu der schwarzen durchgezogenen Lichtleiste und unten der etwas sportlichere Designansatz des Airline-Paketes, was das Fahrzeug in diesem Kontrast weiß zu den schwarzen Hochglanzapplikationen einfach nochmal abrunden und einfach nochmal deutlich schöner machen. Ich denke mal, das wird jetzt heute ein kurzes, knackiges Video von uns, weil, wie schon bereits angesprochen, T-Cross haben wir uns ja schon ausführlich angeschaut in der Basisvariante. Wir wollten Ihnen jetzt hier einfach nochmal zeigen, dass so ein T-Cross auch echt schön sportlich aussehen kann und das Airline-Paket nochmal so ein bisschen präsentieren. Diese, sag ich mal, Applikation hier mit dem Spoiler, mit den großen Felgen, mit dem aggressiveren Kühlergrill. Das wollten wir einfach nochmal hervorstellen und Ihnen natürlich auch zeigen, dass wir auch solche Fahrzeuge bei uns immer wieder reinbekommen, immer wieder für Sie da haben zum Anschauen und natürlich auch zum Wohlfühlen und Kaufen natürlich. Ich denke, wie gesagt, das war es heute auch schon von mir. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Wir verlinken nochmal das normale T-Cross-Video
wo das Apple CarPlay, die Navi, die Park Distance Control, all diese Kleinigkeiten nochmal besser, ausführlicher erklärt werden. Da, wie gesagt, sehr, sehr gerne reinschauen. Und das jetzt einfach nur nochmal als kleines Update zum Thema Sportpaket. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch, Ihnen hat das Video gefallen. Ich hoffe, Sie sind auch wieder beim nächsten Video dabei. Gerne auf den Subscribe-Button klicken, die Notification-Bell aktivieren, dass Sie immer mit dabei sind, wenn ein neues Video von uns rauskommt. Ich sage vielen Dank, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Chefhaut. Ciao.